Ich freue mich ganz außerordentlich, euch jetzt hier zur letzten inhaltlichen Keynote entsprechend einladen zu können, nämlich zum Thema Open Science. Neben mir steht Nate Bresner, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bremen. Normalerweise forscht er im Bereich der Sozialpolitik und der öffentlichen Meinung. Aber heute geht es um ein wichtiges zukünftiges Thema, nämlich Open Science in der Soziologie. Es gibt Open Science schon in vielen anderen Bereichen. Also, es wird auch gleich nochmal genauer erklärt, worum es sich da handelt. Beziehungsweise, da würde mich genau interessieren, hat jemand von Open Science schon mal gehört im Anwesen? Ah, sehr gut. Sehr schön. Das war nicht zu erwarten übrigens, weil viele Profs haben davon noch nicht gehört. Aber das werden wir ja dann ändern. Dann kennen wahrscheinlich auch viele schon die Story aus der Psychologie. Dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gab, dass mehrere Studien nochmal durchgeführt worden sind und dabei herauskam, dass es keinen Zusammenhang zwischen den entsprechenden Variablen gab oder es nur schwierig war, diese tatsächlich zu reproduzieren. In der Soziologie funktioniert ja Forschung manchmal ein bisschen anders, aber ähnliche Punkte haben dann dazu geführt, dass es den Begriff des Open Science gibt. Nate macht seit 3 Jahren Open Science und wird uns jetzt quasi eine Einführung darin geben, wie Open Science in der Soziologie aussehen kann. Vielen Dank. So, ist das laut genug? Ja, hallo. So, ich bin ja Nate Breznau und dies ist mein Vortrag. Die Zukunft der Soziologie hängt von Open Science ab. Wegen Open Science muss ich etwas erklären oder ich muss transparent sein. Ich kann wirklich nicht so gut Deutsch, aber ja. So, ich lese viel. Heute, aber hoffentlich passt das und ihr seid Versuchskaninchen oder vielleicht bin ich die Versuchskaninchen, keine Ahnung. Aber danke für alles, Dennis, und dieser Kongress ist super organisiert. Kaffee günstig mit Tasse, ja, gut, los geht's. So, heute werde ich über die Notwendigkeit von Open Science im Allgemeinen sprechen. Ob es eine Krise in der Soziologie gibt, die mit einigen anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen vergleichbar ist und welche Maßnahmen Sie derzeit ergreifen können, um die Soziologie zu öffnen. Schließlich denke ich darüber nach, wie die Ideale der Soziologie, wie sie von ihren Gründern aufgestellt würden, noch nicht verwirklicht würden und wie Open Science sie erreichen kann. Ups. Ja. Seit mehr als 2 Jahrzehnten haben Wissenschaftler, wissenschaftliche Institutionen und Regierungen Maßnahmen ergriffen, um die Wissenschaft zu öffnen, um sie transparenter, reproduzierbarer, leichter zugänglich und weniger voreingenommen zu machen. Die Aktivitäten, die diesen Prozess antreiben, werden Bewegung für Open Science genannt. Diese Bewegung ist relativ neu in den Sozialwissenschaften. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Open Science-Bewegung zu schnelle und weitreichende Veränderungen in der Psychologie erreicht und hat erste Veränderungen in anderen Bereichen angestoßen. Meine Visualisierung funktioniert nicht. Schade. ja. Im Vergleich zu den anderen Disziplinen hat sich die Soziologie kaum verändert. Ein Bereich mit intensiver Aktivität in den anderen waren Zeitschriften, die neue Richtlinien und Transparenzstandards durchsetzen. Viele haben die Transparency and Openness Promotion Guidelines unterzeichnet, zum Beispiel in Psychologie und Politikwissenschaft. Ab September 2019, so heute, sind Sociological Methods and Research, the American Journal of Cultural Sociology und das Kölner Zeitschrift die einzigen soziologischen Top-Zeitschriften, die unterzeichnet haben. Die Flaggschiff
Zeitschriften American Journal of Sociology und American Sociological Review haben keine Durchsetzungsstandards. Keine der japanischen und keine der anderen deutschen Zeitschriften hat sich angemeldet. Beeindruckenderweise haben 78% der führenden Soziologie-Zeitschriften seit langer Zeit Datenrichtlinien, aber sie setzen sie nur nicht durch. Auch die Autoren halten sie nicht an die Regeln. Zwei aktuellen Studien zufolge zwischen 37% der soziologischen Artikel Daten und oder Materialien zur Verfügung. Nicht viel. Soziologen steht es frei, ihre Daten und Forschungsmethoden zu verstecken. Ein solches Verhalten widerspricht den ethischen Standards, wie sie in die Ethikskodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Es ist auch gegen die Ethikskodex von the American Sociological Association und the Japanese Sociological Society zum Beispiel. So, stellen Sie sich vor, das Rechteck repräsentiert alle veröffentlichten soziologischen Studien. Der orangefarbene Bereich des Rechtecks stellt diejenigen dar, die ihre Daten und Materialien gemeinsam nutzen. Entweder direkt online oder von den Autoren anfordern. Das grüne Quadrat in der Ecke, die kleine, gibt die Anzahl der überprüften Studien an. Mit anderen Worten, ihre Methoden und Ergebnisse würden wiederholt überprüft oder kritisiert. Dies bedeutet, dass der schwarze Teil des Rechtecks die Black Box der Soziologie darstellt. Obwohl ich glaube, dass die meisten Soziologen sehr gute Absichten haben, wenn sie forschen, können wir dies in keiner Weise bestätigen. Wir wissen einfach nicht, wie viel von dieser Blackbox-Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten oder Fehler enthalten. Wir kennen die Qualität der veröffentlichten soziologischen Forschung einfach nicht. Ein Teil des Problems liegt darin, dass Soziologen wenig Interesse daran zeigen, die Arbeit anderer zu reproduzieren oder zu überprüfen. Es gibt wenige Replikationen in der Geschichte der Soziologie und mit der Zeit würden es bis zuletzt eher weniger. Kein Wunder also, dass die Öffentlichkeit Soziologen und Wissenschaftlern im Allgemeinen misstraut. Eine Umfrage in Deutschland hat zum Beispiel ergeben, dass 26% der Deutschen nicht der Meinung sind, dass Wissenschaftler ihre Ergebnisse an ihre bisherigen Vorstellungen anpassen, nicht der Meinung sind. In einer anderen Umfrage in den USA glauben 20% der Amerikaner, dass Wissenschaftler immer im öffentlichen Interesse handeln. Diese Umfragen zeigen, dass in der deutschen und amerikanischen Öffentlichkeit ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit und die guten Absichten von Wissenschaftlern besteht. Die Skandale, die die Sozialwissenschaften in den Fokus der Öffentlichkeit rückten, ereigneten sich hauptsächlich in anderen Disziplinen als der Soziologie, insbesondere der Psychologie. Ich glaube, dass die Soziologie allen anderen Disziplinen ähnlich ist, weil sie publish or perish Normen hat. Das hier gezeigte Bild ist Herr Dietrich Stapel, und er ist sicherlich ein Extremfall. Sein Aussehen sieht aus wie bei vielen anderen Sozialwissenschaftlern, aber in seinem Fall ist es ein Trick, was sie auf der
Oberfläche von ihm und seinen Artikeln sehen, sieht überzeugend aus. Was sie jedoch im Inneren befindet, ist etwas ganz anderes. 54 seiner Artikel enthielten gefälschte Daten, manipulierte Daten oder erfundene Ergebnisse. Durch mehrere Whistleblowers wurde er schließlich herausgefunden, nachdem er Millionen und Abermillionen von Euro an öffentlichen Wissenschaftsmitteln verbraucht hätte. Wow. Es gibt noch weitere Fälle von extremer Datenfälschung oder Fehlerverhalten. Ich ziehe mich selbst als Beispiel heran. Mir wurde früh beigebracht, dass Veröffentlichungen die Währung in unserem Handel sind. Nach der Regressionsrevolution in unserer Disziplin in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde quantitative Forschung fast ausschließlich danach beurteilt, ob sie statistisch signifikante Ergebnisse erzielte. Bestimmte Cutoffs des P-Werts wurden zum Synonym für wichtiges Ergebnis. Das ist, was ich gelernt habe. Ich sollte mit den Daten herumspielen, bis ich ein signifikantes Untersuchungsergebnis vorzuweisen hätte, und ich sollte mein Forschungsarbeiten überarbeiten, um das Ergebnis von vornherein vorauszusagen. So die Erfolgsformel. Bis die Open Science Bewegung mein Bewusstsein schärfte, hielt ich dies für die normale Art der Forschung. Neben möglichen Problemen mit soziologischen Erkenntnissen gibt es einige starke Vorurteile gegenüber der Soziologie in anderen Disziplinen, insbesondere der Wirtschaft und bei Politikern. In einer berüchtigten Rede antwortete der Ökonom George Stigler beispielsweise auf die Frage, warum gibt es keinen Nobelpreis für Soziologie? Er antwortete, Sie haben bereits einen Nobelpreis für Literatur. Bei einer kürzlichen Kongressanhörung in den USA hat Chief Justice Roberts die Sozialwissenschaft als Sociological Gobbledygook bezeichnet. Diese Äußerungen schaden dem öffentlichen Bild der Soziologie. Ich denke. Gutachter und Herausgeber sind diejenigen, die problematische Normen in der Soziologie durchsetzen. In einem Fall von ethnomethodologischer Forschung gaben drei Sozialwissenschaftler Aufschluss darüber. Die Forscher schrieben eine Reihe von 20 Papers, deren Ergebnisse sie sich ausdachten, um mit ihrer Hilfe absichtlich unethische und empirische falsche Behauptungen aufzustellen. Dabei hielten sie sich an den typischen Stil von Zeitschriftenartikeln in bedeutender Forschung zu Identität, Vormachtstellungen und Ausgrenzung. 7 dieser Studien wurden veröffentlicht oder zur möglichen Veröffentlichung nach Überarbeitung empfohlen. Die Details sind drastisch. Beispielsweise waren in einer Arbeit Auszüge aus Hitlers Mein Kampf kopiert worden. Während 2 andere den Vorschlag enthielten, Männer sollten wie Hunde trainiert werden, um für Vergewaltigungen vorzubeugen, oder man sollte sie zwingen, in Universitätsräumen angekettete auf dem Boden zu sitzen, insbesondere weiße Männer im letzteren Fall. Aber was mir am schockierendsten an diesen Studien erschien, ist, dass sie alle gefälschte Daten und Methoden enthielten. Alle. Die Leichtigkeit, mit der diese Studien sich
under the radar einige Zeitschriften mit hohen Impact-Faktoren bewegen könnten, auch wow. Und traurigerweise müssen angesichts solch geringer Verlässlichkeit die Chancen der Soziologie sehr schlecht stehen, ernsthaft an der Vormachtstellung globale, weiße, heterosexuelle, männliche Hegemonie in der Soziologie, der Öffentlichkeit oder unter politischen Entscheidungsträgern zu rütteln. So. Was ist eine P-Wert? Wie in alle Disziplinen der Sozialwissenschaften ist auch in der Soziologie der Anteil der quantitativen Forschung hoch. Der Goldstandard des wissenschaftlichen Experimentierens ist der P-Wert. Und es würde der Goldstandard für nicht-experimentelle Forschung nach der Regressionsrevolution. Es ist so wichtig, deshalb würden wir erwarten, dass Sozialwissenschaftler den P-Wert sorgfältig nutzen und vollständig verstehen. Aber in einer Befragung von Kommunikationswissenschaftlern lagen 91% der Studenten und 89% der Postdoktoranden und Professoren bei der gesamten oder Teilen der Definition des P-Werts falsch. Ich weiß von keiner solchen Befragung unter Soziologen, aber Kommunikationswissenschaft und Soziologie hatten viel miteinander zu tun. Das sollte eine schockierende Nachricht für Sozialwissenschaftler sein, wo er sich doch zum Goldstandard entwickelt hat, nachdem quantitativ Forschung bewertet wird. Studien mit signifikanten P-Werten bevorzugt veröffentlicht werden, weil Zeitschriftenherausgeber und Gutachter daran gewohnt sind, nach diesem Kriterium zu entscheiden. Dies ist vielleicht das größte einzelne Problem, was die Glaubwürdigkeit von moderner quantitativer Wissenschaft betrifft. Okay, das ist auch ein Lehrproblem. Unabhängig davon, ob der P-Wert interpretiert wird oder nicht, normalerweise nicht, belegen P-Werte in vielen Studien allgemeine Verzerrung. Die Abbildung zeigt, wie die Verteilung von P-Werten über wissenschaftliche Studien unter drei verschiedenen Szenarien aussehen sollte. Das erste besteht darin, dass eine Behandlung oder unabhängige Variable keinen Effekt hat. So, keinen Effekt. Wenn diese wahr ist, sollte die Verteilung der P-Werte der grauen Linie folgen. Also Uniform Distribution. Kein Effekt. Im zweiten Szenario gibt es einen wahren Effekt. Es sollte immer mehr Befunde mit immer niedrigen P-Werten geben. Wenn Wissenschaftler alle ihren Studien zu einem Thema in Zeitschriften veröffentlichten, oder wenn Zeitschriften wenigstens eine zufällige Stichprobe aus diesen Studien veröffentlichten, dann würde die Verteilung durch eine der beiden ersten Linien abgebildet, grau oder grün. Wenn hingegen alle veröffentlichten Studien zusammengenommen eine Verteilung wie von der roten Linie repräsentiert ergeben, dann spricht dies dafür, dass es eine von Menschen verursachte Verzerrung der Ergebnisse gibt. Oh. Wenn eine Häufung von P-Werten von Studien knapp unter dem Cutoff auftritt, hier gezeigt
als die Dichte zwischen den Werten 0,045 oder 04 und 0,05, so ist dies wahrscheinlich ein Anzeichen für P-Hacking. Ein abrupter Abbruch in der Verteilung der Werte auf der nicht signifikanten Seite eines Cutoff, wie er mit der größten Lücke in der roten Linie beim Wert 0,05 angezeigt wird, ist hingegen ein Anzeichen für eine Verzerrung der veröffentlichten Studien. Es heißt Publication Bias. I hope you can all understand me. 90%, das ist gut genug. Nette Bilder, hoffentlich. Puh, okay. Ups. Nein. Hier, okay. Es gibt nur ein Handvoll Meta-Analysen, die den P-Wert-Verzerrung untersuchen. Und nur zwei, die sich speziell auf die Soziologie konzentrieren. Daher haben wir nur wenige Informationen zu diesem Thema. Trotzdem finden fast alle diese Studien einen gewissen Grad menschlicher Beeinflussung der P-Werte, wie die rote Linie. Damit können wir nicht sagen, ob dies eher ein Produkt von P-Hacking oder Publication Bias ist. Die Publish-or-Perish-Kultur bedeutet, dass es wahrscheinlich beides ist. Forschung in diesem Bereich ist dringend erforderlich. Widerstand gegen Open Science. Der DGS ist nicht gegen Open Science. Aber der DGS fördert die Open Science auch nicht wirklich. Der DGS sagt, es ist gut, Daten zu teilen, soweit das möglich ist. Gut. Aber sie bestehen darauf, dass die endgültige Entscheidung den Forschern selbst überlassen bleibt. Die Forscher sollten nicht bestraft werden, wenn sie beschließen, ihre Daten nicht weiterzugeben oder ihre Verfahren nicht transparent darzustellen. Als solche unterstützt die DGS eher den Status quo. Und der Status quo ist vielleicht nicht so gut. Ich habe so viel vorbereitet, mein Hals tut weh. Okay. Die Haltung der DGS spiegelt die Präferenzen der Soziologen wider, die qualitative Methoden einsetzen. Angesichts der sensiblen und oft vertraglich geregelten Natur der Datensammlung in qualitativen Studien ist es verständlich, dass qualitativ arbeitende Forscher gegen Open Daten sind. Zwei Studien, eine in Deutschland 2004 und die andere in der Schweiz 2012, geben mehr Infos. In beiden Ländern waren etwa die Hälfte der befragten Soziologen, die mit Qualitativdaten arbeiten, bereit, Daten zur Verfügung zu stellen. Aber nur 50% wollten dies öffentlich tun. An den unteren Leiste können wir sehen, dass eines der Probleme tatsächlich prozedural ist. Qualitativ Forscher haben keine Erfahrung mit dem Teilen und darüber hinaus planen weniger als 20% das Teilen vor dem Durchführen von Forschungen. Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Forscher hinterfragen häufig, warum es so wichtig ist, Daten zu teilen. Gute Frage. Dies ist mit Verzerrungen und Gehacke, Bias und Hacking, verknüpft. Das ist auch mit qualitativ arbeitenden Forschern möglich. Eine Ausgabe von Forum Qualitativ Sozialforschung behaltete eine Studie von Riemann.
in der verschiedene Forscher gefragt worden waren, identische narrativ-autobiografische Daten zu analysieren. Die Ergebnisse waren bemerkenswert, denn sie gingen in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Verschiedene Interpretationen sollten sicherlich zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen. Aber sie verwendeten auch unterschiedliche Methoden, um die Daten zu analysieren. Sie hatten also keinen vorgegebenen Arbeitsablauf, Workflow, dem sie folgten. Also würde ich sagen, der Workflow ist notwendig, die Methoden und Voreingenommenheiten von Forschern zu verstehen. Und die Methoden und Voreingenommenheiten von Forschern zu verstehen, ermöglicht es, die Relevanz und Bedeutung ihrer Ergebnisse zu verstehen und ihnen zu trauen. Zusätzlich dazu, dass es weiteren wissenschaftlichen Diskurs ermöglicht. Kritiker von Transparenz missverstehen regelmäßig Regeln, die Transparenz fördern. Sie glauben, dass diese Regeln den Forschern eine bestimmte Sicht auf Wissenschaft vorzuschreiben und dass diese Sicht Positivismus ist. Das hat diese Arbeitsgruppe herausgefunden in Politikwissenschaft. Vielleicht gibt es positivistische Unterstützer von Transparenz, die glauben, Daten wären objektiv, dass verschiedene Forscher auf die gleichen objektiven Fakten treffen, wenn sie die gleichen Daten sehen. Das kann sein. Das ist keine Überallhaltung, die ich in der Bewegung für Open Science vertreten sehe. Transparenz ist aus Sicht der Open Science eine Möglichkeit für Forscher, ihren Arbeitsprozess, ihre Ideen und Materialien offen zu legen, auf denen ein Argument oder eine Theorie fußen und eine ethische Arbeitsweise in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu fördern. Zusammen, egal von welchen Methodologie aus denen man stammt. So, lassen wir uns über Ihre Forschung sprechen und was du jetzt tun kannst, um sowohl deine eigene Arbeit als auch die Soziologie als Ganzes zu verbessern. Transparenz, erste. Stelle alle Materialien, die mit einer Forschungsarbeit in Verbindung stehen, im Internet zur Verfügung. Das bezieht sich auf Daten, zusätzliche Analyse oder methodische Schritte und Code. Was Daten abgelangt, so sollte nur geteilt werden, was rechtlich erlaubt ist und keinen Studienteilnehmern schadet. Immer, immer wichtig. Ja, das bedeutet, dass andere deine Arbeit nachvollziehen und kritisieren können. Du kannst gleich jetzt damit anfangen, Normen constructive criticism, zu unterstützen, nach denen die Ideen und Erkenntnisse anderer respektvoll diskutiert werden. Oder man kann auch sagen, seine Workflow nicht öffentlich zu teilen, kann indirekt Normen geringere Qualitätsstandards fördern. Transparenz erfordert nicht viel zusätzliche Arbeit. Aufzeichnungen von höherer Qualität von allen deinen Vorgehensweisen vorzuhalten, die andere einsehen können, ist etwas, was du für dich selbst als Forscher tun solltest. Die meisten deiner Daten und Forschungsarbeiten wirst du selbst in der Zukunft wieder verwenden. Und aus diesem Grund kannst du selbst diese Aufzeichnungen am besten gebrauchen. Das ist gute wissenschaftliche Praxis.
ob die Aufzeichnungen mit anderen geteilt werden oder nicht. Gute wissenschaftliche Praxis. Wenn du diese Praxis verfolgst, wirst du eine tiefe Vertrautheit mit deinen Daten entwickeln, die dir dabei hilft, Schlussfolgerungen von hoher Qualität aus ihnen zu ziehen. In diesem Prozess kannst du identifizierende Merkmale bearbeiten oder, wenn du sie nicht teilen kannst, kannst du anhand deiner Aufzeichnungen alles andere über dein Vorgehen freigeben. Alles andere. Forscher, die quantitative Methoden verwenden, hör sofort damit auf, Studien, die deine Hypothese nicht stützen, zu tarnen. Sollte ich nochmal sagen? Wenn du 100 Modelle untersucht hast und die ersten 99 haben deine Hypothese nicht gestützt, dann ist das dein Ergebnis. Wenn eine Zeitschrift keine nicht signifikanten Resultate veröffentlichen möchte, zeige den Herausgebern und Lesern die Bedeutung von solchen Resultaten und das Problem der Verzerrung in den veröffentlichten Studien auf. Wenn sie sagen, noch nicht, mach einen Boykott, um deine Negativerfahrung zu teilen. Twitter. Wegen Qualitativforschung. Schaust du mal an Isabel Steinhardts Arbeit. Sie hat gute Ideen zu diesem Thema. Okay. Pre-Registration. Bias und Hacking können drastisch auf der Seite der Forschungsproduktion reduziert werden. Das heißt Pre-Registration. Wenn du klar deinen Forschungsplan umreißt, bevor du die Forschung durchführst und dabei einbesiehst, wie du deine Daten untersuchen möchtest, bleibt wenig Spielraum für Hacking, solange du dich an deinen Plan hältest. Bei einigen Formen begründeter und interpretativer Forschung, das heißt Grounded Theory auf Englisch, begründeter Forschung auf Deutsch hoffentlich, werden Entscheidungen während des Forschungsprozesses getroffen, die nicht in vollem Umfang vorhersehbar sind. Ja? Diese Unsicherheit kann in einer Pre-Registration umrissen werden. Das ist kein Hindernis, sondern eine Gelegenheit, Methoden und Ideen zu verfeinern. Aus anderen Gründen könnten Wissenschaftler, die mit quantitativen Methoden arbeiten, annehmen, dass Pre-Registration für sie nicht möglich sind, weil sie mit öffentlich Sekundardaten arbeiten. Die Regelmäßigkeit und die Veröffentlichungsdaten solcher Befragungen sind aber in vielen Fällen im Voraus bekannt. Zum Beispiel alle Cross-National Surveys, World Value Survey etc. Und diese Wissenschaftler können beginnen, ihre Studien vorab zu registrieren, bevor die Daten gesammelt sind. Ah, gute Idee. Okay. Wissenschaft nicht mehr als Ware. Es gibt eine gewaltige Wissenschaftsindustrie. Es gibt Veröffentlichung und Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gut. Aber was dagegen schädlich ist, die Verlagsgesellschaften profitierten in doppelter Weise von der Arbeit der Wissenschaftler. Ja, zuerst als Herausgeber, Gutachter und Autoren. Danach als Verbraucher, die für dieses Produkt bezahlen. Es gibt eine große Geschichte mit Elsevier, mit Waffen, Lügen, gefälschte Zeitschriften, Lobbyismus gegen Open Science. Ich erzähle Ihnen nicht die ganze Geschichte heute. Ihr seid Studenten, ich denke, ihr mögt Aktivismus. Mach einfach ein paar Boykotte.
Schau nach, ob deine Universität beim Projekt Deal unterzeichnet hat. Projekt Deal fördert, dass die Verlage die Gebühren senken und die Universitäten nicht mehr doppelt bezahlen. Bisher hat der Verlag Wiley diesem Projekt Deal Modell zugestimmt. Wiley. Das ist ein Paradigmenwechsel. Es zeigt, wie Wissenschaft in der Zukunft aussehen wird, solange die Bewegung für Open Science voranschreitet. Okay. Das ist egal. Aber komisch. Preprints. Hochladen frühere Versionen deiner Artikel, damit andere sofort Zugang zu deiner Arbeit haben. Das reduziert auch die Macht der Verlage in der Wissenschaft und macht Paywalls weg. Smash the Paywalls! Arbeiten auf deiner Internetseite zu stellen, ist nicht weitreichend genug. Mit Preprints. Jeder kann ihre Arbeit über Internet-Suchmaschinen finden. Zum Beispiel, hier ist mein Working Paper als Preprint. So einfach. Du kannst es in Google Scholar finden und ja, super. Okay. Der Unterschied zwischen einer Theorie und simplen Mutmaßungen ist verlässliche Forschung. Derzeit können wir nicht sagen, ob Daten oder Forscher zuverlässig sind. Wir können also nicht sicher sein, ob unsere Theorien gut sind. Wenn du fundierte Theorien aufstellen möchtest und wenn du auf die Theorien anderer vertrauen möchtest, dann Open Science notwendiger ist. Okay, ich möchte jetzt fragen, ob die Soziologie, wie sie heute praktiziert wird, den Idealen ihrer Gründer und Hauptakteuren entspricht. Mit Spezi. Mertens ausführliche Schriften zur Soziologie legten die gleichen Normen fest, die in der Bewegung für Open Science heute vertreten werden. Wir sind so. Diese mertonischen Normen würden zu einer konsistenteren Zertifizierung von Wissen und Wissenschaft als einer gemeinschaftlichen Praxis führen. Alle Aspekte der Bewegung für Open Science erfordern den Austausch von Wissen durch Präsentation und Überprüfung. Ein Prozess, der bedingt, dass alle Wissenschaftler zunächst einmal Zugang zum gleichen Wissen haben, die Gelegenheit zur Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs und dass sie keinen Diskurs voreinander verstecken. Ob Open Daten, Open Zugang, Reproduzierbarkeit oder Transparenz im Blickpunkt stehen, für jeden einzelnen dieser Bestandteile von Open Science bedarf es eines gemeinschaftlichen Vorgehens, um Wissen zu schaffen. Dieser Paradigmenwechsel vollsehen sich nicht nur in der Soziologie, sondern über alle Wissenschaftsdisziplinen hinweg. Wie es sowohl bei Merton als auch durch die Open Science Bewegung gefordert würde. Diese ist die harte Section von meinem Vortrag. Entschuldigung. Die Bewegung für Open Science baut auf der Idee auf, dass wir geschlossene Wissenschaftspraktiken
Gedanken nicht länger dulden, denn sie führen zu einer zu geringen Qualität und Verfügbarkeit der Ergebnisse unseres Schaffens, dass sie fast in Gänze unbrauchbar werden. Indem wir diese Open Science Haltung unterstützen, genau wie dadurch, dass wir alle Forschung teilen, stellten wir sicher, dass unsere Ziele ethisch sind und auf das Gemeinwohl abzielen, anstatt auf privaten Status. Das Ansehen, dass man akademische Arbeit gewinnen kann, kennt theoretisch keine Grenzen. Dieses Potenzial, Prestige aufzubauen, produziert Egomanen, Egomaniacs. Bruno Frey nennt die akademische Institution ein System des Veröffentlichens als Prostitution. Denn wir sehen uns einem monumentalen Trade-off ausgesetzt dazwischen, unsere Ideen und akademischen Erfolg anzustreben. Danach engagierte sich Frey im akademischen Fehlverhalten. LOL. Er hat die gleichen vier Papers zum vier Zeitschrift gegeben. Die gleiche. Warum? Keine Ahnung. Angesichts der Skandale und Probleme mit der akademischen Berufung erscheint es nicht weise, es jedem Soziologen selbst zu überlassen. Verantwortung zu übernehmen für ethische und gründliche wissenschaftliche Praxis. Wir sind fast da. Einige Jahrzehnte von Merton diskutierte Weber, es sei die Berufung eines Wissenschaftlers und insbesondere eines Soziologen ein kritisches Ziel der Selbsterklärung und ein Gespür für Verantwortung zu haben. Fakten bereitzustellen. Fakten. Er war sehr umsichtig darin, Fakten als sowohl objektiv als auch subjektiv anzulegen. Das war Weber. Sie müssen in einer gemeinschaftlichen Art erstellt werden, wobei die subjektiven Werte und Ziele zu den dazugehörigen Fakten in Beziehung stehen. Woher kommen die Fakten, die Erkenntnisse? Aus Ergebnissen, die in einer Wissenschaftsgemeinschaft diskutiert würden, natürlich. Wir haben gesehen, diese Erkenntnisse sind relativ wenig verlässlich. Wir müssen den Studenten das klar machen, und wir müssen in der Lage sein, ihnen zu sagen, Studenten, dass wir offene Wissenschaftspraktiken so schnell wie möglich einführen, um dies zu verbessern. Ansonsten haben wir als Soziologen und Soziologielehrer nach Weber versagt. Okay, Habermas. Ja. Habermas, einer der einflussreichsten Denker in der Soziologie und Philosophie, trat für eine Versachlichung der Kommunikation ein. Seine Auffassung nach müssen Gesellschaften danach trachten, offene Kommunikationsmittel zu verwenden. Er warnte insbesondere davor, was mit der Öffentlichkeit oder Sphäre der Öffentlichkeit geschieht, wenn sie zu Ware gemacht und unter die Kontrolle von privatem Interesse gerät. Er stellte vor allem heraus, dass sich das Normativsystem wandeln muss, da es Kommunikationshandlungen verzehrt. Wenn wir seine Warnungen bezüglich sozialer Organisationen im Ganzen auf die Soziologie anwenden, dann ist klar, dass transparente Kommunikationsstrategien, wie sie die Bewegung für Open Science verfecht,
Wissenschaft in der gleichen vorbildlichen Weise neu aufstellt, wie Habermas es sich für die gesamte Gesellschaft vorstellte. Wenn die gemeinschaftlichen Werte der Wissenschaft sich zur Öffentlichkeit hin verschieben, können sie pathologische Muster in der Wissenschaft auflösen, die sich wahrscheinlich aus den rationalen, von Eigennutz geleiteten kommunikativen Handlungen der Wissenschaftler entwickelten, die sich dem Paradigma ausgesetzt sahen, zu veröffentlichen oder von der akademischen Bildfläche zu verschwinden. Okay. Ja, Merton und Habermas aufrufen für offene und gemeinschaftliche Normen folgen grenzt offene Wissenschaft niemanden aus. Sie schließt alle ein. Sie bringt Verlässlichkeit und Vertrauen in die Prozesse, in denen alle Soziologen handeln. Sie stellt keine Ansprüche auf die Wissenschaftsphilosophie. Es ist keine positivistische Bewegung. Per Definition ist sie open. Die Ziele sind Transparenz, freier Zugang und Reproduzierbarkeit. Dies ist keine Bewegung, die Wissenschaftlern vorschreibt, was sie untersuchen oder welche Werkzeuge sie verwenden sollen. Es ist eine Bewegung, die Licht in das Dunkel dessen bringt. Was wir tun, was immer es sein mag, um eine Gemeinschaft zu bilden, die auf Qualitätskontrolle und Dialog fußt. Es ist auch eine Bewegung, die Bezahlschranken zu vertrümmeln. Nochmal, smash the paywalls, die den Zugang anderer zu Erkenntnissen blockieren. Es ist eine Bewegung zur Verbreitung ethischer Praktiken. Wenn sie effektiv ist, wird sie Auswirkungen weit über Verlässlichkeit und freien Zugang hinausgehen. Open Science wird das Vertrauen in die Soziologie nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter politischen Entscheidungsträgern, in anderen Wissenschaftsdisziplinen und unter uns Soziologen steigern. Weber rief Wissenschaftler und Lehrende dazu auf, um bequeme Fakten aufzudecken, inconvenient truths, ohne die eine oder andere Seite, Position oder Haltung zu bevorzugen. Obwohl dieser Vortrag klar von der Haltung geprägt ist, dass die Soziologie sich zur Open Science hinwenden muss, schließe ich mit der unbequemsten Tatsache, die mir über die Soziologie bekannt ist. Unser reiches Universum an Theorie und Kritik kann nicht belegt werden, weil wir weder die Materialien dafür bereitstellen noch uns an diesem Begründungsprozess beteiligen. Wann werden wir als Disziplin diesen Prozess der Selbsterneuerung beginnen? Wann wird die Soziologie eine Soziologie gemäß ihrer Definition werden? Wieso nicht jetzt? Danke. Ich habe auch meinen Vortrag auf Deutsch, diese Transkript. Vielen Dank, Nate. Das war lange. Es ist Partyzeit. Ist es auch tatsächlich. Aber da es so ein interessantes Thema ist, wie ich finde, und wahrscheinlich ihr auch, sonst wärt ihr nicht mehr da geblieben, gibt es die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen, Englisch als auch auf Deutsch. Ist tatsächlich egal, ne? Denglisch. Denglisch natürlich auch gerne. Also, bitteschön. Bezüglich des Vortrags hätte ich vielleicht noch zwei Punkte. Das erste wäre generell, also das finde ich ein sehr wichtiges Thema, was man wirklich häufig ansprechen sollte, was auch gerade in der Soziologie im Vergleich zu anderen Disziplinen sehr wenig behandelt wird, gerade im Vergleich zu Naturwissenschaften, die das mit Archive etc. auch schon wesentlich länger betreiben. Was mir so ein bisschen fehlt, ist bei der ganzen Euphorie, die man natürlich reinbringen muss, um sowas durchzusetzen, so ein bisschen die Differenzierung dahinter. Einerseits dahingehend, dass man betrachtet, was ist eigene Arbeit, was ist Arbeit von anderen, beziehungsweise was sind eigene Daten. Was sind Daten von anderen?
Wenn ich meine Daten selber erstelle, wenn ich Code schreibe, wenn ich Auswertung mache, das kann man auf alle Fälle für mich persönlich bereitstellen. Bei Amazon Prime ist es etwas schwieriger. Ich muss dann sehr viel genauer darauf achten, was kann ich bereitstellen, ohne die Person selber zu gefährden. Wenn ich explizit Interviews mit Subgruppen geführt habe, die sonst in der prekären Lage kommen würden, muss ich sehr genau nachdenken, was darf ich herausgeben, um diese Person nicht zu gefährden. Und den anderen Punkt, den ich noch sehe, ist das Unterscheiden dazwischen. Gerade wenn wir über die Daten reden, für welchen Zweck diese Daten erzeugt wurden. Wenn ich explizit Interviews geführt habe, sind nicht die Personen bewusst, dass es für diesen Zweck erhoben würde und können zumindest darüber informiert werden, dass die Daten online bereitgestellt werden. Das ist aber bei vielen Verfahren, die wir heutzutage haben, wo wir Ready-Made-Daten verwenden, nicht gegeben. Hier müsste man noch wesentlich genau darauf achten, was kann man überhaupt wieder zur Verfügung stellen, weil ich Menschen nicht danach fragen kann dann und trotzdem ihre Daten online zur Verfügung stelle. Also was würden Sie so darauf? Gute Fragen. So, ich will vielleicht auf Englisch antworten, wenn das okay ist. So, with sensitive data, yeah. And one of the problems is that it's not an institutionalized norm, let's say. So, qualitative researchers using qualitative methods always think to protect the participants, of course. But they also always think of anonymization, yeah, to masking is, I think, what it's called, the word, right? They think of masking. So if you give a quote in a paper, like so-and-so said, you know, a piece of information, you would mask the name or the city or so-and-so. There is a recent paper in Sociological Methods and Research that questions this as the default. Do we automatically mask, and what are the implications? And yes, in many cases, there are very sensitive people, and they would be harmed. And then we should not share data, period. But in many cases, it's something that if we ask the people in advance, and they said, yeah, you can share this, this is no problem, then we're ethically sort of in the clear. But it's not the normal practice. Less than 20% of the researchers using qualitative methods asked or even thought that they would ask because they never thought they would share, right? So it's sort of institutionalized, this process. How do you know that your anonymization is enough? Yeah. I mean, maybe nowadays it can be scripted, but in the future, we don't know. And I mean, we have a responsibility for those people, so we have to look especially what are possibilities and which possibilities could arise in the future. Right. I totally agree. I think we also have a legal responsibility for these things. But in these cases, this is when things like pre-registration and, I mean, in a 6,000 word or 9,000 word article, you can't possibly describe the complicated methods where you got a snowball sample and you entered a very hard to find subgroup and like all this stuff, right? But this information is very important because, yeah, we don't have a big scandal in sociology so much, but there are probably people who are abusing this for their own prestige and whatnot, unfortunately, yeah. But, I mean, I agree, and it's a very good point. Ich würde erstmal die Dame, nee, genau, du, das ist klar. I have one question and one remark. Well, the remark would be, I think another problem is that many journals don't really work well with projections. I just recently researched a case about, there was a medical study that they said that they cured a type of, liver cancer, I think it was, and it was rejected. And the journal, which was Nature Medicine, didn't really show on their page. Like it was still possible to download the article on their website 10 years after the rejection. And 10 years after the rejection, there was no remark about the paper being rejected on that webpage. And is that also like an area that open science covers? Like, I mean, actually telling
research papers that they have to change the way they're dealing with infections. Because I think in this case especially, it turned out that this study became one of the most quoted, like one of the, I think, 20 or 30 most quoted papers on that research topic, because it, like, because of this acting, or working in science, that you sometimes don't read the whole article and just quote it because you see it's your topic or something like that. So it was quoted a lot of times, although it was retracted because they made up all the results. They published complete bullshit. It was incredible. And another question, this turned out to be a question, so maybe you can answer that one. Sure. And the other question is, how does open science see projects like, for example, Sci-Hub, that kind of break down paywalls brutally, giving you access without asking the people who uploaded the papers? I mean, I have to admit that I couldn't do many of my Hausarbeiten if I wouldn't use Sci-Hub. But I mean, that's just because my university doesn't have many journals on their list that I can just access via my university. But how does open science deal with that little bit dodgy topic? Yeah, good question. The retractions are a huge problem. So one of my own papers that I did was a replicate. This is part of what brought me to the open science movement, is I replicated a study in American Sociological Review and showed they just simply made a mistake, but there's no retraction. In fact, I don't know of any retraction in American Sociological Review, although in the paper you can see citations to some studies that are clearly, they made mistakes. They were just clearly don't have the findings. I only know of one, and the author retracted the paper because it was Guillermina Yasso, and she had coded, she was studying sex behaviors in older persons, or in everybody, but she found that older people were having way more sex. And this was a huge finding, because it was like, well, that's surprising. But it turned out that, this was a long time ago, it turned out that the 99 code for missing was not removed, so. This is a true story. And so she contacted American Sociological Review and said, I have to retract this paper, and they did retract this paper. But they don't retract what they've published, they just don't do it. I know many, many people who have. And so this is a huge problem. Also with this anti-vax, you know, I don't know if you have this movement in Germany, but you have a little bit maybe. We have these homeschooler anti-vaxxers in the US, and they're people too, but there's like one or two papers that were published on this that were proven false, but they still are cited and used in this community. Sci-Hub and LibGen, I mean, yeah. This is like, it's also like asking, should we stop living in nation states because it's better for the whole world or something, right? I mean, I would be lying if I said I never used it, right? And right now, the Project Deal is boycotting Elsevier, so many institutions have no Elsevier access in Germany, right? And so, yeah, I mean, I think it's best to share knowledge. I mean, as a movement, right, any movement that wants to be successful has to be careful not to say, yeah, let's all go break the law, because then it usually just gets itself smashed, right? But yeah, who hasn't used Sci-Hub and LibGen? And who hasn't like searched, where is the current address of when it seems to be down? Yeah. Or I don't know who's the moderator. Hey, thank you. Two questions. What I have an opinion on two things. First is, I think the reason why people, one reason I think why people don't share that data is that they are afraid or fear that people use them, especially when you cover them for yourself and you spend a lot of effort and time in it. So this is the reason, for example, why we in our project don't share our data, at least not yet, but later on, I hope so. So the first question, what do you think about this, and do you have a solution regarding this? The second question is, what will open science do
or have an impact on the way we publish. When you two things come to mind. One, I think about what you did, that you put your paper online in every version. First of all, aren't you afraid that this might reduce your chances to get published? Because why should someone publish your paper when it's already online? And second is, what else about peer review? It's not really anonymous anymore when you can just Google the title and then say, oh, it's Nate. Yeah. I think it's ethical. There are many different ethics about this data. So if you collected data and you want to sort of be the first to use it for something, there is a prestige reason for that. Like, I want to be the first to publish on this. And that's, I mean, we also have to somehow have a career, right? This is the criteria by how we're measured. So, but at the same time, you collected the data. So it makes sense that you're the first to analyze it because you know it better than everyone else. It's very similar to qualitative data. If you just collect data and give it to someone else, they don't have the context, right? So they could really, really misunderstand the data. Or maybe there's problems with it. And so you have the chance to identify these first. And I think this is also written in these ethics codes of these different associations that it's like okay to... And once your publication's out is usually when you're expected to then share it rather than just right after you collected it. Yeah, there's a lot I could say about that, but we have some party to get to. And yes, it does reduce your chances. This is good to be honest. When you put your paper out, I have been... I was told I had to change like the title and abstract because they could just find it so easily. But in the Twitterverse, I know open science is like, I've learned most about open science from Twitter. I'm sorry to say, but that's just true. But many people have this experience. The journals reject them because they're like, look, this is already out there. It's already available. Most of these journals, that goes against their own policies. So you should look at the journal's working paper policies because almost all of them say it's okay that this is a working paper somewhere because it's not actually published. It's not, if you've added a copyright, it's like one of these attribution copyrights. But it's you can still give them the copyright to it. But this is the thing with the movement, right? You have to kind of put yourself out there where it's less safe and where it's like, you know, like, what am I saying here? Like, that sociology, we should stop funding sociology if it doesn't open or something. That could be the really dramatic message I'm giving, right? If it doesn't prove itself useful for the public good, that's like, if what we really care about is ethics, that might be a fair argument, but like, then I become this open science thug, right? Like, oh no, there comes Nate. He's gonna like, you know, tell us sociology's horrible and policymakers will suddenly listen and stop funding sociology or something. But yeah, it reduces your chances in some cases. But you also have to fight back because editors and journals don't know these policies, right? They change every year or 2 years, 3 years, and they don't know the journal's policies. They're just the editor. And so if you point them to these policies, sometimes they say, oh, okay, and then they, and with Twitter, you can also really shame journals if they do something wrong. Like, Elsevier journals have really had it bad. I mean, yeah. Nate, wenn das in Ordnung ist, eine letzte Frage, wenn es noch eine akute gibt. I mean, bitte. I don't have a question, I have a remark on the first question. It was like, I collected some data which was extremely sensitive because there were a lot of compulsory measures coming with them, or like it was about compulsory measures in Switzerland about families, and 3 out of 4 interviews or persons interviewed wanted to share their data, to share their experience because they had sort of political awareness that it's important to share that story. So that could be the case, and I thought it's funny to ask people about sensitive things, but don't want to ask if you can share it. So that's an easy question to ask. If they say no, yes, period, we don't share it. Yeah, and that's like an institutional norm that is
like most qualitative researchers aren't thinking this way. I'm not saying that's a failure. It's just that's the way it's set up. But you have to also be careful, because if someone says, yes, you can share my data, and you still have some kind of responsibility, so if you're aware that this will definitely harm them, I think you should check with your university's legal office. Don't ask me, but careful. Yeah. Party time. Thank you for having me here. It's a bit over time. Yeah. Wir haben nämlich jetzt den offiziellen Ausklang, und zwar draußen vor dem GD-Gebäude. Also